Na ihr seht schon, hier ist ein bisschen was anderes als das, was wir gewohnt sind. Ich begrüße euch zu dieser Mod-Vorstellung aus Koblenz-Mainz vom Mainzer Hauptbahnhof. Und ihr seht schon hier, wir haben hier die Intercity-Wagen, die hier lackiert sind, als Rheingold-Wagen bzw. als TEE-Wagen. Passt auch hervorragend zu der Lok. Wir gehen mal nach vorne und gucken uns das mal im Gesamtbild an. Die Mod gibt es natürlich nur für den PC erstmal, ne? Ganz klar. Das Ganze ist eine Packdatei, das heißt also, alle Intercity-Wagen werden dann im Grunde genommen durch diese Repaints hier ersetzt. Ihr werdet dann nicht mehr die mit den roten Streifen sehen, also mit dem roten Fensterband, sondern alle Intercity-Wagen sehen dann so aus. Ja, gemacht ist die Mod von meiner guten Freundin, der Hanna. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, also guckt euch das gerne mal an. Und was wir hier sehen ist, ja, wir haben hier die zweite Klasse Wagen, hier mit diesem Bundesbahnkeks. Hier auch die Markierungen unten einmal abgeändert in entsprechenden Farben. Und das sieht schon ganz schön aus. Ich glaube, die Innenräume sind gleich geblieben. Wir können mal einmal ganz kurz einsteigen. Es sieht auf jeden Fall sehr. Ja, ich glaube, die an den Texturen hier drin hat sich nichts geändert. Aber außen, das ist schon ein schöner Anblick, oder? Was kommt da? Da fährt noch einer ein. Können wir uns ganz kurz mal von hier angucken. Ja, also das sieht schon irgendwie hübsch aus, ne? Gucken wir uns noch die erste Klasse Wagen an. Oh, hier fährt noch einer ein. Also hier ist ordentlich was los, ne? Laufen wir mal weiter zu den erste Klasse Wagen. Das ist ja alles zweite Klasse. Speisewagen gibt es leider nicht. Leider, leider. Da warten wir noch sehnlichst auf einen Speisewagen. Vielleicht müssen wir bei der ersten Klasse da sein. Das hier ist die erste Klasse. Sieht jetzt von außen auch nicht groß anders aus, ne? Als die zweite Klasse. Nur halt, dass halt hier eben jetzt ein A da vorne steht. Als Markierung für die erste Klasse. Ja, genau, das macht die Mod. Wie gesagt, dann sind alle Intercity-Fahrzeuge, alle Wagen sind dann in der Lackierung. Ihr seht das ja auch hier, die KI-Züge haben dann auch diese Lackierung. Das ist also kein Repaint mit dem Livery-Designer oder sowas ähnliches, sondern halt eben, ja, im Grunde genommen so eine Art Photoshop, so ein Photoshop-Repaint, wenn man es so möchte. Um es nochmal zu erwähnen, der Link ist in der Videobeschreibung. Sagt mir gerne eure Meinung dazu oder schreibt es der Modderin gerne auf ihre Seite, was ihr von dem Repaint hier haltet. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Ob ich es drin lassen werde, weiß ich nicht so genau. Muss ich mir mal überlegen. Aber schön sieht es allemal aus. Also vielen, vielen Dank für die Mod an die Modderin und vielen Dank fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.